Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 178. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, lieber Vater, wir brauchen Jesus. Und wir möchten ihn heute noch klarer sehen, noch schöner, noch deutlicher. Wir möchten, dass Jesus in unserem Denken und in unserem Leben erhöht wird, weil durch ihn wir das Leben haben. Und so bitten wir dich, dass wir jetzt dein Wort verstehen dürfen, dass du zu uns sprichst und dass wir anderen zeigen können, wie Jesus wirklich ist. Das bitten wir in seinem Namen. Amen. Wir sind in 4. Mose Kapitel 21 bei der Beschreibung der einzelnen Stationen auf dem Weg der Israeliten. In Vers 20 heißt es, und von Bamoth in das Tal, das im Gebiet von Moab liegt, bei dem Gipfel des Pisga, der auf die Wüste herunterschaut. Und Israel sandte Boten zu Sihon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen weder in die Äcker noch in die Weingärten abbiegen, wollen auch vom Brunnenwasser nicht trinken. Wir wollen auf der Straße des Königs ziehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Genau dasselbe, was man auch den Edomitern vorgeschlagen hatte. Aber Sihon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen. Und Sihon versammelte sein ganzes Volk und zog aus, Israel entgegen in die Wüste. Und als er nach Jahaz kam, kämpfte er gegen Israel. Diesmal kämpfte Israel, denn sie hatten den Auftrag, die Amoriter zu vertilgen. Die Amoriter waren Feinde, die Edomiter waren keine Feinde, wie wir noch später in 5. Mose sehen, wenn ihr könnt den Vers in 5. Mose 2 finden, hatte Gott ihnen verboten, gegen die Edomiter zu kämpfen. Aber gegen die Amoriter durften sie kämpfen. Wir müssen wissen in unserem Leben, welche Kämpfe Gott uns aufträgt und welche wir nicht kämpfen sollen. Israel überschlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz vom Arnon an bis an den Jabbok und bis zu den Ammonitern, denn die Grenze der Ammoniter war fest. So nahm Israel alle diese Städte ein und wohnte in allen Städten der Amoriter, in Hesbon und in allen seinen Tochterstädten. Denn Hesbon war die Stadt Sihons, des Königs der Amoriter, der zuvor mit dem König der Moabiter gekämpft und ihm sein ganzes Land bis zum Arnon abgenommen hatte. Daher sagen die Spruchdichter, kommt nach Hesbon, sie werde gebaut, und die Stadt Sihons werde befestigt. Denn aus Hesbon ist Feuer gefahren, eine Flamme von der Stadt Sihons, die hat Are Moab verzehrt. Die Besitzer der Höhen des Arnon, wehe dir Moab, du bist verloren, Volk des Chemosh. Er hat seine Söhne zu Flüchtlingen und seine Töchter in Gefangenschaft dahingegeben. Zu Sihon, dem König der Amoriter, da haben wir sie beschossen. Er ist verloren. Es ist verloren von Hesbon bis nach Dibon. Da haben wir verwüstet bis nach Nofach, das bei Medeba liegt. So wohnte Israel im Land der Amoriter und Mose sandte Kundschafter aus nach Jaeser. Und sie nahmen seine Tochterstädte ein und vertrieben die Amoriter, die darin wohnten. Und sie wandten sich um und zogen nach Baschan hinauf. Da zog Og, der König von Baschan, mit seinem ganzen Volk aus, ihnen entgegen zum Kampf bei Edrei. Der Herr sprach zu Mose, fürchte dich nicht vor ihm, denn ich habe ihn mit Land und Leuten in deine Hand gegeben. Und du sollst mit ihm verfahren, wie du mit Sihon, dem König der Amoriter, verfahren bist, der in Hesbon wohnte. Auf unserem Weg Richtung dem himmlischen Kanaan werden wir immer wieder auf Schwierigkeiten stoßen, auf Probleme, auf Gegner. Und Gott bittet uns, nur die Kämpfe zu kämpfen, die er uns aufträgt. Aber diese Kämpfe sollen wir mit Mut kämpfen und vorangehen. Und wir sollen uns dabei daran erinnern, was Gott schon in der Vergangenheit für uns getan hat. Jeder Sieg, den wir erringen mit Gottes Hilfe, ist eine Ermutigung und Stärkung für kommende Konflikte. Auf diesem Weg, auf dieser Erde, werden die Konflikte nicht plötzlich aufhören, sondern erst, wenn die Wolke erscheint am Himmel, die uns das Kommen des Menschensohnes ankündigt. Bis dahin werden wir immer wieder Kämpfe und Schwierigkeiten zu bestehen haben. Aber wir dürfen wissen, dass derjenige, der für uns gekämpft hat in der Vergangenheit, auch für uns in der Zukunft kämpfen wird. Wir sollten unsere Erfahrungen sehr genau uns merken und sie im Herzen bewahren, damit wir für die Endzeit, die auf uns zukommt, genügend Kraft oder uns da dann vorbereitet sind und wissen dürfen, dass Jesus uns hindurchträgt bis zum Ende der Gnadenzeit und darüber hinaus
bis wir ihn in den Wolken sehen. Und sie schlugen ihn und seine Söhne und sein ganzes Volk so, dass man ihm niemand übrig ließ, der entkommen wäre, und sie nahmen sein Land in Besitz. Wenn man sich auf Gottes Verheißung und auf die bisherigen Erfahrungen mit Gott verlässt, dann wird der Sieg auch vollständig. Gott schenkt keine halben Siege, sondern vollständige Siege. Er möchte, dass wir vollständig Sieger sind in unseren geistlichen Kämpfen. Danach brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs, jenseits des Jordan, Jericho gegenüber. Als aber Balak, der Sohn Zippors, alles sah, was Israel den Amoritern getan hatte, da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk, denn es war zahlreich. Und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. Da sprach Moab zu den Ältesten von Midian: Nun wird dieser Haufe alles rings um uns her auffressen, wie das Vieh alles Grüne auf dem Feld wegfrisst. Balak aber, der Sohn Zippors, war zu jener Zeit König der Moabiter. Und er sandte Boten aus zu Bileam, dem Sohn Beors, nach Petor, das am Fluss Euphrat im Land der Kinder seines Volkes liegt, um ihn zu rufen. Und er ließ ihm sagen: Siehe, es ist ein Volk aus Ägypten gezogen. Siehe, es bedeckt das ganze Land und lagert sich gegen mich. So komm nun und verfluche mir dieses Volk. Denn es ist mir zu mächtig. Vielleicht kann ich es dann schlagen und aus dem Land treiben. Denn ich weiß, wen du segnest, der ist gesegnet. Und wen du verfluchst, der ist verflucht. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, auch heute wird es Kämpfe geben. Und morgen und jeden weiteren Tag. Deswegen bitten wir dich, dass du uns daran erinnerst, was du uns schon alles an Siegen geschenkt hast. Und wie sehr du uns schon bewahrt hast vor dem Bösen und wo du uns geholfen hast, wo wir keinerlei Ausweg gesehen haben. Dass wir Mut haben, auf deine Verheißung zu vertrauen, dass du auch heute uns den Sieg schenken möchtest. Und zwar einen vollständigen Sieg. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen.